Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, liebes Publikum, liebe Gäste, ich heiße Sie zu dieser ganz speziellen Folge unseres Podcasts Alte Meister im Ohr willkommen. Wir sind heute nämlich live im Bode-Museum. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie zu dieser Folge. Mein heutiger Gast ist niemand Geringeres und alle, die hier sind, sehen ihn schon als der kommissarische Sammlungs- und Hausleiter des Bode-Museums, dem vormaligen Kaiser-Friedrich-Museum, Paul Hofmann. Paul Hofmann ist zudem Leiter Restaurierung und Kunsttechnologie. Er beschäftigt sich unter anderem auch mit der Untersuchung und Entwicklung von Konservierungstechnologien brandgeschädigter Bildwerke aus Stein und Keramik sowie der Untersuchung der Auslagerungsgeschichte der Kunstwerke 1939 bis 1958 in der Skulpturensammlung dem Museum für byzantinische Kunst. Erst einmal herzlich willkommen, Paul Hofmann. Hallo, ich grüße Sie. Lieber Herr Hofmann, zum Einstieg gibt es ja bekanntermaßen von mir immer ein paar Gegenüberstellungen. Entscheiden Sie sich ganz spontan für die eine oder andere Seite. Erste Gegenüberstellung, Stein oder Keramik? Ich bin dann doch eher Stein. Wieso nicht Keramik? Naja, ich bin von Hause aus, mein erster Beruf ist Steinbildhauer. Und insofern bin ich dem Stein immer verbunden geblieben und habe eine besondere innere Verbindung. Sehr schön. Religiöse oder profane Darstellungen? Das kann ich nicht sagen. Kann man nicht gegeneinander oder meistens, es gibt ja nichts, was beides nicht hat. Mhm. Also eine religiöse Darstellung ist genauso profan, wie eine profane religiös sein kann. Mal vielleicht so. Mal so ausgedrückt. Ja. Nächste Frage und meine Lieblingsfrage. Wir sind heute am Schließtag im Museum, aber trotzdem, gehen Sie eigentlich selber lieber alleine oder in Begleitung ins Museum? Das kommt ehrlich gesagt drauf an. Also der Kunstgenuss, glaube ich, kann individuell sehr, sehr schön sein. Ich glaube, das erleben wir alle. Es kann aber auch, wenn man gemeinschaftlich, gerade wenn mehrere Sinne angesprochen wird. Also ich sage mal Extrembeispiel, als die tolle David Bowie-Ausstellung war, vor 15 Jahren, da meine Tochter war damals 4 Jahre alt und das war ein absolutes Muss, dass sie diese Musik und diese Bühnen und diese Kostüme und so weiter. Aber bildende Kunst oder klassische Kunst, alte Meister, ist oft was für mich, wo ich gerne alleine bin. Lieber Herr Hofmann, darf man oder haben Sie, ich würde eher fragen, darf man als kommissarischer Leiter eigentlich ein Lieblingsstück haben? Und wenn ja, welches ist es denn im Bode-Museum? Ich habe wirklich ehrlich gesagt keins. Mhm. Und wenn ich eins hätte, würde ich es Ihnen auch nicht verraten. Weil das wäre eine Wertung, alles ist besonders. Jedes hat eine besondere Ausstrahlung, Geschichte. Klar, manche sprechen dann vielleicht ein bisschen weniger an, manche dafür umso mehr, das ist normal. Aber dafür ist es zu breit, als dass ich jetzt mich festlegen würde. Wir stellen uns mal vor, wir waren noch nie im Bode-Museum. Kommt fast, glaube ich, nicht vor in dieser Runde. Was sollte man Ihrer Meinung nach denn unbedingt anschauen, wenn man hier ist und nur 30 Minuten Zeit hat? Naja, da sind wir hier schon ganz gut, glaube ich. Die italienische Renaissance. Wilhelm Bode war begeistert davon und hat sehr, sehr viel erworben. Schon kurz, also bereits vor seiner Zeit, in den 1840er Jahren, sind die ersten Werke, auch die wir hier sehen, erworben worden. Und das ist dann sukzessive ausgebaut worden. Gerade die Zeit ab Donatello, ab 1470, 1480, 1490. Wird es ganz spannend und da ist sehr viel erworben worden. Das wären die ersten 15 Minuten und die anderen wären, auf der anderen Seite wäre das deutsche Mittelalter, gerade um Riemschneider, die Erhard und so weiter, was dann wieder was ganz anderes ist, also rheinländisch, süddeutsch, bisschen französisch, elsässisch. Das ist auch ein schönes Gewicht, auch ein Gegengewicht eigentlich, dieses letzte Feuer der Gotik da einzufangen in der Reformationszeit. Und hier sind wir 40 Jahre eher, 50 Jahre eher in Italien. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem etwas sperrigen Begriff Auslagerungsgeschichte und was untersuchen Sie denn da? Man muss vielleicht von dem Punkt ausgehen, dass immer noch etwa 2700 Werke unserer Sammlung seit 1945 verschollen sind. Von vielen wissen wir, dass sie zerstört wurden im Flakbunker Friedrichshain, der 2 Tage nach Kriegsende ausgebrannt ist. Gerade Textilien, Holz, Skulpturen, Bilderrahmen, Gemälde sind dort vernichtet worden. Und was überlebt hat, waren eben anorganische Materialien wie Stein. Aber das Ergebnis sehen Sie hier in diesen 2 Büsten und auch bei den beiden Schildhaltern von Tullio Vado. Der Stein hat natürlich massiv Schaden genommen. Mhm.
Ja, und diese Geschichte beginnt ja 39, als also mit dem Kriegsbeginn ist das Museum geschlossen. Also am 1. September ist zu und die Kuratoren, Restauratoren damals fangen an, eifrig einzupacken alles. Politisch nicht ganz uninteressant, weil ja Durchhaltewillen, Führerbefehl und das ist ja alles positiv. Also der Angriff auf Polen ist ja was ganz Positives eigentlich aus der deutschen Sicht. Aber trotzdem, diese Vorkehrungsmaßnahmen werden getroffen und damit beginnt die Odyssee der Objekte, die entweder so zurückgekommen sind, gar nicht mehr gekommen sind, heute vielleicht in Russland sind oder in St. Petersburg als Beutekunst, als sogenannte. Und das ist diese Zeit der Geschichte, wie die Sachen weggekommen sind, wo sind sie gefunden worden, wo sind sie vorher ausgelagert. Die Flucht vor der anrückenden sowjetischen Armeen, also in irgendwelche Salzbergwerke, in Kisten, dort vergessen, dann von den Amerikanern gefunden oder von den Russen. Das ist die Odyssee der Werke und das betrifft halt die gesamte Sammlung. Die nicht so hochwertigen gingen in die Keller vom Pergamonmuseum. Und die haben es am besten überlebt, weil der galt zwar nicht allzu sicher, aber da ist nichts passiert. Und der 5 Meter dicke Mauern des Flakbunkers, der sicherste Ort, vermeintlich, so kehrt sich die Geschichte oft um. Ja, das ist diese Ausdauerungsgeschichte, wenn man so will, 39 bis 58, 58 die große Restitution an den kleinen Bruder DDR, der damaligen Sowjetunion, wo sehr viel nach Dresden und vor allem nach Berlin zurückkamen. Deswegen endet das da so ein bisschen. Kann man sich das eigentlich vorstellen als jemand, der jetzt im Museum tätig ist und dann heißt, jetzt werden die Sachen eingepackt, wie das dann abläuft? Wir versuchen dazu was sagen? Es ist schwer zu sagen. Also wir versuchen das ein bisschen zu rekonstruieren anhand von Notizen. Wie schnell ging das Ganze? Wie wurde verpackt? Es gibt glücklicherweise eine Fotografie aus einer Zeitung, Ende 39, wo der Generaldirektor Otto Kümmel sogar Hand anlegt an einer Skulptur aus unserer Sammlung, die ist leider verschollen, ein sehr schöner marmorner David. Und wie man sieht, wie das so verpackt wurde. Und dann gibt es natürlich Handberichte. Also Sie müssen sich mal vorstellen, die Vitrinen, wo viele Objekte drin waren, die wurden noch gezeichnet ganz schnell, weil man davon ausging, natürlich baut man das nach dem Krieg wieder so hin. Da kann er nicht lange gehen. Ne? Und diese Handskizzen gibt es ganz viele, wo man so ein bisschen spürt, doch, es ging schnell. Ne? Also da wurde die 6. Vitrine von links am Fenster, zack, zack, und dann wurde skizziert, die Inventarnummern reingeschrieben, wo sich was befand. Also es muss unter sehr viel Eile, Stress, Eile gelaufen sein. Denn 1941 ist tatsächlich alles geborgen. Außer die Portale, die sind hier eingemauert gewesen und Kamine, die wurden mit brandfesten Platten zum Teil eingemauert regelrecht. Ja, aber das war im Prinzip 41, im Oktober war das weitestgehend abgeschlossen. Und dann war das Haus leer? Das Haus leer, mehr oder weniger. Ja. Mehr oder weniger. Weiß man denn, wo alles hingekommen ist und was dann zerstört wurde, weil es eben im Flakbunker sich befunden hat? Im Prinzip wissen wir jetzt eine ganze Menge mehr. Was wir nicht wissen ist, was ist noch gerettet worden aus dem Schutt im Bunker. Der war etwa 90 Zentimeter, also sowohl die deutsche Seite als auch die sowjetische Seite sprechen von, in ihren Berichten, 90 bis 110 Zentimeter Schutt, Asche. Und darin alle Materialien, Resten, Scherben, Glas, Keramik, Stein, fragmentiert natürlich. Und was davon heute noch in Russland ist, möglicherweise, das wissen wir halt nur begrenzt. Bis zum Angriffskrieg auf die Ukraine konnte ich dort forschen. Und wir haben immerhin über 300 Objekte nachweisen können, auch die Freigabe zur Publikation bekommen von den Sowjets oder von den Russen heute. Dies ist erschienen worden, auch 300 Werke, die seit 1945 als verschollen galten. Immerhin. Das war ein Ansatz. Natürlich war man euphoriert, da wird es auch noch mehr geben. Aber dann kam der Krieg, der alles unterbrach. Wie aufwendig ist es, sich jetzt mit so viel zeitlichem Abstand, wir sprechen ja fast von 8 Jahrzehnten mittlerweile, damit zu beschäftigen? Bekommt man heute noch was raus oder ist es echt schwierig und eher per Zufall? Es ist unglaublich zäh. Zeugen gab es in den 80er Jahren noch ein bisschen, die auch in den Bunkern da als Soldaten zum Beispiel Aufklärung oder an der Flak gestanden haben. Da hat die Staatssicherheit der DDR so ein paar Informationen noch, die ich noch entdecken konnte, über die Berliner Unterwelten e.V., ne, die zufälligerweise einen ganz anderen Zusammenhang
diese Berichte hatten bei sich. Aber es wird ganz, ganz dünn, zum Beispiel die Gründe für das Feuer im Flakbunker Friedrichshain überhaupt zu ermitteln. Es gibt viele Theorien, aber keine Antwort bis heute. Lieber Hofmann, wir dürfen ja heute ganz exklusiv mit Ihnen hier im Haus unterwegs sein. Wenn Sie selbst jetzt durch die Sammlung laufen, nehmen Sie eigentlich noch jedes Werk wahr oder ist es so ein bisschen wie die Gewohnheit der Dinge, dass man weiß, das steht da, das steht da? Oder werden Sie langsamer, wenn Sie durchs Haus laufen, wenn Sie mal an was vorbeikommen, um es neu zu entdecken, oder ist es schon eine Gewohnheit? Also wenn ich es mir leisten kann und gemessenen Schrittes laufen kann, entdecke ich immer Sachen und bleibe auch stehen. Also das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das ist ja das Geschenk, dass man hier arbeiten darf und jeden Tag diese fantastischen Werke hat. Wenn ich natürlich im Stress bin, von A nach B muss, dann nicht. Jetzt beschäftigen Sie sich ja berufswegen schon mit alten Meistern, genauer gesagt auch mit bestimmten Fragestellungen drumherum. Faszinieren Sie mal alte Meister und Meisterinnen auch privat oder sagen Sie, nee, da brauche ich dann Abstand dazu, weil ich schon von 8 bis 18 Uhr damit zu tun habe? Nein, mich fasziniert das auch und ich bin auch oft in der Gemäldegalerie drüben, um die Pendants, praktisch die 2D-Ware, sage ich immer, dort erleben zu dürfen und versuche auch Analogien zu entdecken oder was passt zusammen, wie funktioniert das Ganze. Denn die Narrative aus Bildhauerei und Gemälde, also Malerei, hat sich ja alles ergänzt in einer Zeit. Und dann suche ich auch speziell nach bestimmten Sachen in der Gemäldegalerie. Aber ansonsten bin ich zu Hause etwas moderner mit Kunst ausgestattet. Aber das liegt auch an der Familie, weil viele Künstler in der Familie, viele Freunde, wo man dann immer mal was erworben hat. Genau. Klar, auf jeden Fall. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass es ja auch ein bisschen schade ist, dass jetzt die Gemälde und die Skulpturen so ein bisschen auseinandergezogen wurden nach dem Krieg auch. Dann, jetzt hängen aber trotzdem ja auch im Bode-Museum Gemälde an der Wand. Wir schauen ja gerade auch auf eins hinter uns. Ja. Jetzt haben Sie schon ein bisschen was gesagt, welcher Dialog da eigentlich auch entsteht zwischen Skulptur und Bild. Ist das was es eigentlich vielleicht auch mehr bräuchte? Noch? Ja, wir arbeiten daran, nicht erst seit gestern, also dass es wieder mehr zusammenkommt. Also beispielsweise lasse ich gerade ein holländisches Möbelstück restaurieren, damit es wieder in die Ausstellung kommt, was seit 1945 im Depot steht. Und aber die Gemälde, da haben wir das Glück, der Kurator Neville Rowley, der hier zuständig ist, ist gleichzeitig Kurator auch in der Gemäldegalerie. Und so kann man natürlich dann auch gucken, ob ihr kriegt von uns eine Skulptur, wir kriegen von euch ein Gemälde, natürlich als Leihgaben, ist klar. Aber das bereichert doch sehr und auf diesem Weg sind wir und da passiert eigentlich doch jedes Jahr ein bisschen mehr. Also sozusagen eine interinstitutionelle Verschränkung. Absolut, ja. Um es mal so auszudrücken. Genau, ich habe auch schon in der Einleitung gesagt, dass Sie sich mit der Restaurierung von Brandschäden an Werken von Stein und Keramik beschäftigen. Können Sie uns da vielleicht auch mal was zeigen, wo man das sieht? Ja, wir stehen ja ganz günstig hier gerade vor den beiden Schildhaltern von Tullio Lombardo, um 1480 in Venedig entstanden und ursprünglich auf einer Grabanlage in einer Kirche als Grabmal gestanden für einen Dogen. Und die Besonderheit ist natürlich neben der Bildhauerei, die wir versuchen beiden gerecht zu werden, das sind natürlich die Brandschäden, die fallen ins Auge. Interessant finde ich ja, neben dem konservatorischen Aspekt, überhaupt die Frage, sollte man sowas wieder ausstellen? Also da war landläufig die Meinung seit 1945, das zerstörte Berlin, Kalter Krieg und so weiter, sowas darf man gar nicht mehr zeigen. Dass diese Meinung ist noch nicht mal viele Jahre her, dass Kuratoren sowas hatten. Konservatorisch, man sieht es, es gibt keine Füße mehr, keine Beine. Siemens Lufthaken ist noch nicht erfunden worden und trotzdem mussten wir mit viel statischen Tricks auf der Rückseite, sieht man, dass die etwa 200 Kilo schweren Objekte in der Luft halten, um sie wenigstens in der Vertikalen wieder zu präsentieren. Als Alternativ wäre ein Liegen der Fragmente gewesen, so wie eine archäologische Vitrine, sage ich mal. Aber da war der Wunsch auch des damaligen Leiters unserer Sammlung, Julien Chapuis, diese Werk auch wenigstens in der Vertikalen wieder zu zeigen. So, und da wird es dann schon kritisch, weil der Marmor, man sieht es, wie der zerstört ist. Und diese Zerstörung des Kristalls, die Kristalle, die Körner lösen sich auf. Ein Mineraloge hat gesagt, im Vorzustand war das wie zusammengedrückter Ostseesand. Also ganz schlechte Werte, was die
Festigkeit des Marmors betrifft, also wie Zucker. Mhm. Und das musste überwunden werden, um überhaupt eine Festigkeit reinzukriegen. Ja. Und dafür braucht es spezielle konservatorische Verfahren. Man sieht schon, also für alle, die jetzt davor sind, können auch mal zur Seite gehen. Es ist ja richtig reingebohrt. Ja, zum Teil haben wir über alte Löcher benutzt. Die oberen, okay. Das sind die Löcher, die auf der Grabanlage die Skulpturen gehalten mhm. haben. Das kennt man von Kirchen. Die freistehenden Figuren haben meistens auf der Rückseite eine Stange, eine Eisenstrebe, eine geschmiedete, um sie mhm. gegen Strom und so weiter, dass sie nicht abstürzen. Mhm. Und so, dass wir unsere Eingriffe minimal machen konnten. Wie nervös wird man da, wenn die Bohrmaschine dann aber trotzdem angesetzt wird? Sehr, das hat ein freiberuflicher Restaurator gemacht, aber mhm. da gucken 20 Augen auf die Finger, mhm. Dass er noch nervöser wird, logischerweise. Der arme Kerl, nein, er hat das sehr gut gemacht. Es war ein langer, langer Prozess, hat fast 8 Jahre gedauert, die ganze Planung und Restaurierung. Und Sie müssen sich vorstellen, dass natürlich auch die Fragmente, die Anordnung der Fragmente, wo ist die richtige Position? Wir haben mhm. auf der Rückseite 2 Fotos. Also es ist natürlich 2D, das ist vor dem Krieg, wie sie ausgesehen haben, unbeschädigt. Und Sie können aus so einem 2D-Foto ja nicht rauslesen, ob das Bein, wie weit das nach hinten, das gibt der Schatten nicht her. Ja? Mhm. Und da war das natürlich besonders herausfordernd, wie man sieht, diese Fragmente des Fersenfragments und die Unterschenkel in halbwegs, wie wir glauben, richtige Position. Aber es ist alles reversibel, wie man sieht. Alles kann verändert werden. Man hat sich jetzt aber ja nicht dazu entschieden, eine Vollrestaurierung zu machen. Keine Ergänzung. Ja. Das ist. Würde man das heute eigentlich tun? Also in den 60er Jahren war tatsächlich, an dem Schildhalter war, hat ein Bildhauer aus Polyesterharz mhm. die Unterschenkel plus Plinthe nachgebaut. Mhm. Frei nachgebildet. Und wir haben uns bewusst entschieden, das nicht zu tun, weil die Spekulationen doch größer sind als das, was wir noch lesen können. Also das ist aber die Gefahr, dass man sich in der Restaurierung zu weit weg bewegt und zu eigendynamisch wird. Also wer hat es dann gemacht, ist dann die Frage. Ne? Ja. Und insofern haben wir gesagt, wir gehen hier ganz puristisch damit um, lassen die so wie sind. Allerdings, muss ich sagen, wurde aber auch für die ästhetische Wahrnehmung schon einiges gemacht. Wenn man genau sieht, sieht man auch, dass retuschiert wurde. Okay. Also diese ganz hell-dunkel Bereiche wurden zum Teil gerade in den Gesichtern ein bisschen ausgeglichen, damit es nicht arg zu schlimm aussieht. Aber das sind auch reversible Sachen und die werden sich nach Zeitgeschmack in 50 Jahren wieder ändern. Dann sind wir mit Herrn Hofmann noch in einen zweiten Raum im Bode-Museum weitergegangen. Ja, Sie haben mich vorhin gefragt, wo es mir besonders gut gefällt oder was man für eine halbe Stunde Bode-Museum mitbringen sollte, was ich empfiehlt. Dieser Raum ist nun nicht mehr ganz so neu, aber 2016/17 haben wir den neu gestaltet nach den Ideen von Wilhelm Bode tatsächlich. Also das hat für mich auch eine besondere Faszination und Wirkung. Also man sieht, der Raum ist sehr voll. Es ist ebenfalls italienische Renaissance. Wir sind also in der gleichen Zeit geblieben. Und wir haben hinten das Donatello-Kabinett speziell, wo es um Donatello geht. Aber hier ist die Raumgestaltung, hat hier wieder ein bisschen mehr bekommen von dem, wie es einst war. Etwas übervoll, wie es vor dem Krieg war. Ich weiß nicht, ob Sie historische Aufnahmen kennen. Und wir haben diese eingeschobenen Zwischenwände, die Bode hat bauen lassen, um das natürliche Seitenlicht des Tages, bei Reliefs vor allen Dingen, also wenn wir jetzt das Licht ausmachen würden, wir würden hier aufmachen, würden Sie das natürliche Licht durch die Fenster auf diese Werke an diesen Zwischenwänden erhalten. Und das bricht den Raum ein bisschen auf und gibt den Objekten ein besonderes Licht, was ich sehr schön finde, auch wenn wir heute natürlich aus konservatorischen Gründen fast nur noch mit künstlichem Licht arbeiten müssen. Als Tageslicht ist viel zu viel. Ja, das leider kann man es ja nicht runterdimmen und viele Kunstwerke vertragen Licht nicht sehr gut. War der Raum auch schon unter Bode in so einem satten Blau, weil natürlich der Marmor natürlich wahnsinnig gut zur Geltung kommt? Nein, wir haben ja nur Schwarz-Weiß-Fotos und wir haben keine schriftlichen. Gibt's keine Aufzeichnungen. Gibt keine Aufzeichnungen, also ich habe jetzt keine gefunden, wo von Raumfarben die Rede ist. Also man kann so ein bisschen erahnen, wenn man das vergleicht dann eben zu dem Grau in einem Schwarz-Weiß-Foto, ist es eher ein
dunklerer, kann natürlich ein Grün, ein Blau, ein Rotton sein, aber oder es ist weiß. Ne? Es gab ja, wenn Sie vielleicht sich erinnern, 2004 zur Eröffnung, Bode-Museum nach der Generalsanierung, waren alles weiße Wände. Gibt es denn hier jetzt noch ein Werk in dem Raum, worauf Sie uns besonders aufmerksam machen möchten? Ja, zum Beispiel da hinten das von Antonio Rossellino um 1485, die Madonna mit dem Kind, das Relief mit dem Prunkrahmen. Das ist insofern besonders, weil wir diesen Rahmen rekonstruiert haben nach einer Schwarz-Weiß-Foto von vor, also um 1904 wahrscheinlich das Foto, mit der Eröffnung, kurz nach der Eröffnung geschossen. Und wir haben diesen Prunkrahmen mit Unterstützung der Bank of America, die hat das finanziert seinerzeit, weil es ist sehr aufwendig, sehr teuer, hat ein Holzbildhauer hier aus der Berliner Region diesen Rahmen komplett neu gebaut. Und wir wollten das mal spielen. Man sieht rechts der Zustand, wie es aus Russland kam als Beutekunst. Da sieht man auch diese Fragmente, die fehlen. Mhm. Also wir haben uns erst mal um das Relief gekümmert, weil hier sieht man, dass sehr unglücklich auch die Fragmente drin sind. Also das ist eine typisch russische oder sowjetische Restaurierung, aber nicht schlecht für die damalige Zeit. Kann ich nur sagen, gut ab. Und wir haben aber einen Vorkriegsabguss gehabt davon, sodass wir aus der Gipsformerei den Rest rekonstruieren konnten, aber so, dass man sieht, was neu, was ist alt. Und als wir damit fertig waren, bot sich die Gelegenheit, diesen Prunkrahmen mal nachzubauen. Es war auch nicht ganz unumstritten, können Sie sich vorstellen. Aber ich wollte es einmal mit dem damaligen Direktor Jules Chopuy haben gesagt, wir machen das mal, wir probieren es einfach mal. Und ich finde, die Wirkung ist um vieles besser, das Relief und seiner Bedeutung. Und der Rahmen, wie gesagt, wir haben Schwarz-Weiß. Fotografie, wir sind sehr dicht dran, glaube ich. Wo man auch also man hat jetzt nicht irgendwas einfach genommen mit dem Programm, sondern schon den, wie es wahrscheinlich sehr original mal ausgesehen genau. hat. Genau, wir sind sehr nah dran. Ich finde das interessant, dass Sie hier eine führende Rolle als Restaurator spielen. Also Sie haben offensichtlich auch enorme Kenntnisse in der Kunstgeschichte, aber Sie kommen nicht so aus dem akademisch-analytischen, sondern sie kommen mehr aus der handwerklichen Tradition. Der Macher vielleicht, ja. Eine gute Frage. Ich bin ja da reingerutscht durch den Ausfall unseres langjährigen Direktors, Jean Champouy, und weil ich Leiter der Restaurierungsabteilung bin und da die Hauptverwaltung einfach sagt, gibt es hier noch einen Leiter? Ah, da gibt es ja noch einen. Dann musst du das jetzt machen, so. Und ja, ich gebe Ihnen recht, das ist ungewöhnlich und das ist auch überhaupt sehr ungewöhnlich, weil es das nirgendwo gibt. Ich finde es super, weil natürlich die Perspektive sich ein bisschen ändert und die Gespräche mit den Kuratoren, auch Ausstellungsplanung, Änderungen in der Ausstellung, ich stelle halt die bösen pragmatischen Fragen. Hast du an das gedacht? Hast du an das gedacht? Ne? weil es hat Vorteile, aber ich denke mal, das Team an sich ist auch ein bisschen in den letzten Jahren, seitdem ich das mache, vielleicht ein bisschen besser zusammengewachsen und hat auch mehr, zumindest habe ich dafür geworben, hat auch mehr, wie sagt man, mehr Respekt bei der Leistung des anderen und auch mehr das Team und die Zusammenarbeit in Fokus gestellt, was früher nicht immer so war. Der Kurator, der Kunstdirektor hatte Geheimwissen, das hat er für sich behalten und dann hat er publiziert darüber. Aber das war doch sehr getrennt und mein Vorgänger, der Leiter der Restaurierung, Bodo Buczynski, vielleicht kennen ihn noch einige, der hatte auch so, ja, ich meine, es ist alles in seiner Zeit, deswegen ist Kritik immer schwierig oder unverhältnismäßig vielleicht, aber dort habe ich das eben auch erlebt, das ist unsers. Wir entscheiden über die Restaurierung, so, und aber dass man zu zweit daran geht, Kurator und Restaurator, gemeinsam Strategien entwickelt, das ist doch mehr mein Ziel gewesen in den letzten Jahren, das Team dorthin zu bewegen, dass man einen Dialog miteinander spricht. Das sind alles Fachleute, absolute Fachleute von unterschiedlichen Fächern und die sollte man zusammenbringen. Dann wird es das beste Ergebnis. Lieber Herr Hofmann, vielen Dank. Gerne, gerne.